Ja gut, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 4. Also ich glaube Part 4, aber der fünfte Part, denn der erste Part ist ja kein tatsächlicher Part der Adlock, deswegen für mich Part 0. Ja, im letzten Part haben wir zwei neue Mitglieder bekommen, und zwar einmal Chuck 2 hieß er, glaube ich. Und einmal, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß, aber es war auf jeden Fall ein Delta Meditier. Ich bin ultra gespannt, was das jetzt eigentlich kann und wie stark es werden wird, oder ob es einfach nur ein schwaches Mon ist, das man aus einem stärkeren Mon gemacht hat, weil es ja noch nicht mal mehr die starke Fähigkeit hat. I think I'm lost. Will you battle me to help me find my way? No way. Oh, execute. Zwiebelkopf. Wenn ich Grover benennen hätte dürfen, dann wäre es definitiv Zwiebelkopf gewesen. Zumindest wenn ich ihn im Kampf von hinten hätte sehen können. Was? Okay, gut, so viel zu mal gucken, ob der was kann. Gut, dass ich David, was auch immer, hab. Weil Abwehr ihn ja lockt und es ist ein normaler Move. Und der kann keine Fähigkeit haben, die normal Attacken in Pflanzenattacken macht. Nein, kann der nicht. Och, Mist, doch nicht, David. Und Kritik, ja danke. Und jetzt kommt noch am besten runter. Ja, danke. Norris. Dich in Pflanzen, in Psychomon reinzuwechseln, ist jetzt eventuell nicht gerade das Beste, aber... Och, komm schon. Der Tank noch zwei Abwurfs. Genau. Und kann ihn dann rausnehmen. Hoffe ich. Neues. Gut. Da ist die AV direkt zum Tragen gekommen. Krabi. Guck mal, ich habe ein ekelhaftes Mon, gegen das du nichts machen kannst. Insbesondere, da du auch noch weiblich bist. Da, find mich hübsch. ja, jetzt setze ich halt einfach noch Sweet Kiss ein. Ich vermisse den. Ja, aber... Mein Team, das ich habe, ist inzwischen so stark. Also, einfach nur diese Kombination aus Looney und David. Na, Krabi, was hältst du davon, nicht durch die zwei Status-Effekte durchzukommen? Oh, der Hyper Cutter. Oh. Shit. Wobei, so kann ich ihm nur seine Death wegnehmen. Und kann ihn dann mit seiner Verwirrung sich selbst viel mehr Schaden schlagen lassen. Was gar nicht mal so eine schlechte Idee ist. Und im Notfall kann ich immer noch mal mit einem bestimmten Mon, also mit beispielsweise mit David einen richtig starken Hit landen. Aber auch Chuck kann, was das angeht, viel Schaden machen. Nicht mehr verwirrt zu sein ist keine gute Entscheidung von dir, Krabi. Zum Glück kann ich dich wieder küssen. Aber was? Der macht sich wahrscheinlich jetzt fast aus. Ja, gefühlt. Und jetzt macht halt einfach Lucky den Rest. Genau.
Lake als 130 Base Move ist halt einfach richtig stark. Battling always helps me find my way when I'm lost. Ja, wenn du dann besiegt wirst und ins Pokécenter zurückgeschickt wirst, schon. Apropos Pokécenter, ich bin gleich wieder da. Das habe ich jetzt wie ein Profi rausgecuttet. Hust auf die Pausentaste bei OBS gedrückt. Hust. Ja. There's a lot of cool caves and places to explore the Torgon region. I hope one day to see all of them. Und ich bin jetzt ultra gespannt, wie es halt weitergeht. Komm, Grover, du bist ein Feen-Typ. Du solltest doch ein Macholo rausnehmen können, oder? Das ist nur ein Macholo. Genau, danke. Danke, Grover. Ist Fairy Wind nicht sogar so eine Attacke, die einem einfach einen Omni-Boost geben kann? Weil wenn ja, dann... Warum hast du keinen Omni-Boost bekommen? Fake Tears macht auch seine Spezialverteidigung um 2 Stufen gesenkt. Gut, das ist hilfreich für einen speziellen Angreifer, wenn das denn ein spezieller Angreifer ist. Ich weiß es ja tatsächlich noch nicht hundertprozentig. Vielleicht entwickelt er sich auch und bekommt dann seine starke Fähigkeit, also Huge Power, Mentalkraft, ihr wisst, wovon ich rede. Gott, Jigglypuff muss ja so viele KP haben. So many places to explore, I hope I can see all of them. Weil KP ist ja häufig auch ein ausschlaggebendes Kriterium bei der Verteilung von EP. Wie man bei Chansey, Chanera, hat sehen können. So. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade einfach drum rumgelaufen bin, statt einmal kurz durchzugehen, aber okay. Erlingt mit einer Town, that's good up there, you can learn how to become a trainer. Youngster Taylor und Marco. Ja, Grover sagt nein. Geisterattacke. Och, tritt mich doch nicht weg. Dank wenigstens kein Flinch. Kein Flinch, danke. Hey Grover, du bist ja gar nicht so nutzlos. Du bist zwar von einer 30er Base. Nicht mal Stack-Attacke. Nein, kein Matspot. Von der 30er Base nicht einmal Step. I don't think you need to learn all that much. Attacke 5 Schaden. Bekommt davon 5 Schaden. Und hat den auch nur getoo-shottet, trotz Expertengurt und sehr Effektivität und Step mit Fairy Wind. Aber Fairy Wind ist halt auch nur ein schlechter Angriff und. Du hast... Eigentlich solltest du viel stärker sein. Warum bist du so schlecht? Ich werde gerade, glaube ich, ein klein wenig überheblich. Und ich bin echt gespannt, ob mir das irgendwann richtig zu Schaden kommt. Aber zurzeit habe ich 4 Pokémon und ein Deathfodder. Nein. So, danke. Zurzeit habe ich 4 Pokémon und einen Deathfodder. Und bin damit halt eigentlich auch relativ glücklich. Oh. Kann ich hier vielleicht drum rumgehen? Danke für den Superball. Dann habe ich jetzt absolut keine Ahnung, wo ich eigentlich hin soll. I'm supposed to find this girl in Noah's tournament thing. Do you think you can give me a hand? I have no clue where she is. Und wenn du sie suchen sollst, warum gehst du nicht weg und suchst sie, sondern bleibst lieber da und verhinderst, dass ich gehen kann und sie suchen kann? Kluge Entscheidung von dir, mein Jung. Kluge Entscheidung. Anisliana seems like a pretty useless Pokémon. Not only gets one use and its stats aren't good either.
Whenever people see me, they expect me to be mean and ferocious. But I'm a nice guy. You shouldn't judge someone by their looks. Das ist viel zu wahr für diese Welt. Oh, ein Psychojuwel. Das ist viel zu wahr für diese Welt und es wird viel zu selten. Hello, sweetie. Do you want a gift? I have a couple of nice stones I can give away. Es ist viel zu wahr für diese Welt und es wird viel zu selten wirklich dran gedacht. Firestone, vielleicht bekomme ich ja irgendwann anders. I hope this helps you. Aber vielleicht schenkt ihr mir irgendwann anders noch die anderen beiden Steine. Also was ich täglich ein oder so. I heard Owen, the leader of Sandtouch City, is total weirdo. He talks to rocks and still has an imaginary friend. This is the statue of the Second Aura. He's a hero. After the First Aura disappears, he's been fighting the cults and keeping the region safe. They said he rode upon Arceus himself. I'm a trainer with a great track record. I've won 1 out of every 10 games, but I swear the ones I lost were only because my opponents cheated. Aha. A lot of the entire entries on the Pokedex seem like complete rubbish. No way is Macargo's body temperature hotter than the surface of the sun. Ich find's echt cool, wie die hier Pokémon auf die Schippe nehmen, aber auch sich selbst auf die Schippe nehmen, so ein klein wenig. I've been doing some research into Delta Pokémon. There are a variety of Pokémon with different types, abilities and movesets than normal. They seem to appear in the wild from time to time, but they are more often created by scientists. I wish I could see one for myself, sagte er, während eins davon hinter mir herläuft. Would you like to trade Pokémon? I'll trade you my allocate for any Bug-type Pokémon. Erstens, ich habe keinen Käfer. An der Stelle nochmal schön, dass ich mir, also auch schön wieder für mich selbst, dass ich einen Rahmen habe. Zweitens, ich habe von Elekid. Klar, das ist Delta, aber ich gehe davon aus, dass die mir ohnehin Delta gegeben hat, nachdem die anderen von Delta geredet haben. I used to walk at the First August Gym before he disappeared. A lot of people don't know that he was gym leader too. My favorite Pokémon type is a Fire-type. Fire-type Pokémon incinerate the competition. I've been preparing to dig on the gems of the Tone Region. Demon, they're very tough. Since they're not bound to a single type, I decided to meet them using only one other Pokémon. Would you like to Pokémon Ultra Demon Geisty Force, say, Durant or Heatmaw. Either one works. Schade, das wäre nämlich echt ein Mon, worüber ich nachdenken würde, aber ich habe halt keins von den beiden, selbst wenn Durant und Heatmaw sind halt auch keine schlechten Mons, per se. I come from the faraway Johto Region. Back in those days, we only just discovered the Dark and Steel type. It's incredible how far we've come since then. It's really hard to specialize in more than one Pokémon type. Because of that, people like me chose to excel in. Was? Ich hab zwar nicht verstanden, wovon er gerade geredet hat, aber okay. Und ich habe eigentlich gedacht, ja, jetzt kommt irgendwie, hey, du Dieb, oder sowas in die Richtung. Das hätte ich übelst gefühlt. I remember back when we were talking about how amazing the First Order was. And now it's all about how weak he was and how great the Second Aura was. This must be a coincidence. Ganz ehrlich, langsam fühle ich die anderen beiden, also die beiden aus den anderen Kulten. Langsam habe ich echt das Gefühl, dass sie gar nicht so schlecht sind, falsch sind, dass der Auge tatsächlich böse sein könnte. It's incredible, all the clothes you can buy in the Tone Region. I got this fancy boat from the Sandtouch City Pokémon Mall. You know, if you're looking to make some pocket change, I heard someone at the broadcast store in Sandtouch City is looking for trainers. Hört sich interessant an. Für Geld? Ich mach alles für Geld. Was zur Hölle ist das? Und sag jetzt bitte nicht mein größter Albtraum, weil es ist wahr.
What's up? Come in the Pika Taxi guy. My taxi for a low cost of 500 bucks will get you wherever you want, as long as you've been there before, that is. If you use my service enough, I'll give you a VIP pass to let you travel for free. Well, are you interested? Zeit nicht, aber ja. Aber generell ja. Well, that's fair. Zeit nicht, aber generell finde ich das eine interessante Möglichkeit, um Fliegen zu replacen. Die VRM. Weil, so wie ich gehört habe, also so wie ich jetzt verstanden habe vom Spiel, wollen die anscheinend Fliegen generell oder generell die VRMs replacen. I'm going to win the next Trainer School Tournament. I just know it. I've been practicing for so long. Ist das wahrscheinlich Trainerschule? Ja. Who is that girl? Where could she have gone off to now? We can't start without her. Why, hello there. Welcome to Midnight Town Trainer School. I'm the teacher here. I'm hoping to raise young boys and girls to become expert battlers and even better citizens. If you take classes here, I'll be happy to teach you what I know. Would you like me to sign you up? Ja, warum nicht? Great, I'll be glad to teach you. We have actually just about to start a tournament between our students. If you want to join, it would be a great way to practice and improve. Unfortunately, one of our students, Noah, seems to have gone missing. We can't start the tour without her, so I'm afraid you'll have to wait. Dann werden wir sie wahrscheinlich fangen müssen. Fangen, genau. Wir werfen einfach einen Ball nach ihr. Ah. Es ist unglaublich, wie schnell meine Gedanken von sowas zu komplett anderen Bereichen gehen, die unter anderem beinhalten, ach nee, stimmt, wir sind ja ein Mädchen, da kann das gar nicht so sein. Ja. I've been studying different type matchups. I want to use my knowledge to be able to beat gym leaders. Link, I'm so glad you made it. Hey, you should participate in the tournament. It'll be a great way to improve your skills. Are you talking to me? Oh, sorry, I don't know you. I'm only close to the cooler kids here. I might be older than the other kids here, but still determined to learn. Anyways, you can't be too old for Pokemon. Do you battle a lot? Can you give me some tips? I got an Eevee from a soccer Pokemon. It's so cute. What do you think I should evolve it into? I guess... mit einer Mine. Neuer Encounter? It's Encounter Time. Nasknet. Ich bekomme ihn ja gar nicht, stimmt. Ich bin in Gedanken noch dabei, ja, ich bekomme den Encounter und bin dann eben glücklich oder eben nicht so glücklich über was kommt. Du tankst selbst noch einen Crit Rock Throw. Und jetzt kommt Adonis rein. Was meines Erachtens auch ein besserer Name gewesen wäre, aber es ist ja auch kein deutsches Spiel, also passt das schon. Der setzt Härtner ein. Nein. Okay, gut. Ich wollte nicht. Wobei, wenn er mich jetzt einmal trifft mit einem Rockthor oder so. Also ich sag, wenn er mich einmal trifft mit einem Workflow, oder auch zweimal sollte er noch überleben können. Wobei... Bitte greif mich nicht nochmal an. Nein. Ich hätte einfach einen Ball werfen sollen. Nein. Das ist ein versetzter Encounter. Wenigstens kann ich hier Norris trainieren. Und das mache ich, glaube ich, auch, weil Norris halt echt zu einem starken Beast werden kann und weil
Ich hatte nicht im Kopf, dass Grover so low ist. Aber ich bin echt froh, dass ich einen Death Fodder habe, weil das kann echt hilfreich sein. It's so dark in here, I'd better watch my step or my trip on someone. Someone? Something? Ich hab's nicht genau mitbekommen. Donatello. Hey, Nose. Aber ich glaube, du wechselst lieber aus in Tag oder Luni. Focus Energy und das ist auch noch männlich. Ja. Trotzdem. Es könnte äußerst unglücklich werden. Ist Bite eigentlich eine physische Attacke? Egal wie, ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich der Play in Tag zu gehen. Zu hoffen, dass Bite eine physische Attacke ist. Zu hoffen, dass ich den Bite tanke und ihn dann mit Konter rausnehmen kann. Und das wäre dann definitiv ein 500 IQ Play gewesen. Du tankst es. Okay, gut. Zweiter Tod. Zum Glück war es in Anführungszeichen nur der Death Fodder. Sah so glücklich aus. Ja, ich bin sehr überheblich da reingegangen und ich habe einen Preis dafür bezahlt. Ich wollte nicht auf Tickle gehen. Das ist ein Silberblick. Jetzt nehme ich dich raus. Aber das war ein Silberblick, den ich nicht hätte nehmen müssen. Wahrscheinlich schon, weil ich ihn nicht rausgenommen hätte mit meinem ersten. Bitte habt nur noch Cricketot. Cricketot. An Cricketot soll ich noch irgendwie vorbeikommen. Ist gar kein so schlechter Move tatsächlich. Also er kann einem echt helfen manchmal. Achso, nee, das war Cricketoon. Überreste einfach bestes Item. Warum hast du eine Pflanze? Und warum habe ich keinen Mann, das tatsächlich gut gegen Pflanzentypen ist? Und warum wird der auch noch die ganzen Puderattacken können? Rasierblatt. Wenn sie jetzt auf Ball drücken, würde noch zwei Rasierblätter nehmen, solange keiner Crit ist und er nicht gerade zwei Maxwells bekommt. Oder das ist halt gerade eine Minroll war und er zwei und er eine Max und eine Midroll bekommt. Und können damit Ball rausnehmen. Es ist dumm. Ich mach's. Und er wird mich critten. Nee, das ist gut. Weil jetzt kann er mich auch gerne critten, solange es nicht Crit Maxwell ist. Ich dachte, das nimmt ihn raus. Ich habe gerade noch gesagt, ich hoffe, dass ich jetzt nicht einfach überheblich werde. Und dann ist auch noch ein Norris draufgegangen. David brings to end the...
du bist schneller und kannst ihn einfach mit dem Tackle rausnehmen, weil ich keine Lust habe, da noch den Rock drauf zu messen. Ich hab's aber auch gejinxt. Ich hab die ganze Zeit davon geredet, ja, ich hab fast ein volles Team. Aber dann Dark for that loss. Ich hab die ganze Zeit davon geredet, ja, ich hab ein fast volles Team. Oh, mein Team ist echt stark. Und jetzt habe ich meinen Death Fodder und ein Mon, das echt stark hätte sein können, verloren. Tatsächlich warst du mir gar nicht mal so wichtig. Du warst halt einfach nur ein Isso. Dass du draufgegangen bist, hat mir eigentlich nicht viel. Hat mich eigentlich nicht wirklich traurig gestimmt, außer dass ich halt ein Sack weniger hab. In schwierigen Kämpfen. Ansonsten, du bist halt ein Isso. Was soll ich da ansonsten noch sagen? Norris hingegen. Du warst ein Mon, auf das ich halt eigentlich schon richtig viel Lust hatte. Klar, du bist jetzt nicht irgendwie Top-Tier-Material. Deine Statuswerte sind relativ mäßig generell. Aber einfach nur die Möglichkeit, Sturdy als Fähigkeit zu haben, also nicht gewonshottet werden zu können. Und dann auch in Kombination mit einem starken Kampf-Step, den du noch gehabt hättest, Overtime. Und auch generell so früh im Spiel schon so ein, ich nenne es jetzt mal voll entwickeltes Pokémon zu haben, ist halt auch echt gut. Und wegen meiner Dummheit musstest du sterben. Es tut mir leid. Ich schicke einen Salut an dich raus. Tschüss, Norris. Ich werde dich vermissen. Aber ich danke dir für das, was du getan hast. Auch wenn du nicht so viel gemacht hast, wie du hättest machen können. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast. Und einfach nur einen dummen Trainer hattest, der dich zurückgehalten hat. Aber an der Stelle sage ich auch Tschüss an euch da draußen, die ihr das hier noch euch antut. Ich hoffe euch bald wiederzusehen. Ja, damit ciao, bis zum nächsten Mal.